Marked with fire came disparity. Ihr könnt das hier erkennen, darauf will ich hinaus. Das hier ist Kentaro Miuras Berserk. Und wenn euch dieser Typ hier und diese Pose irgendwie bekannt vorkommt, habe ich das nicht gerade irgendwie vor 5 Minuten gesehen? Das ist der Protagonist Guts in seiner Berserker-Rüstung, die die direkte Inspiration war zu unserem guten Freund Artorias, dem wir jetzt auch mal wieder einen runterhauen wollen. Jetzt nochmal richtig hier. Eier, wir brauchen Eier. Oder hier in dem Fall Eierstöcke zumindest. Was weiß ich. Leck mich. Stirb. Das ist immer sobald ich irgendwie eine Flasche zücke. Alter! So geht Guts übrigens auch ab. Er hat auch dieses übermäßig große Schwert, was kein normaler Mensch tragen kann. Und schwingt das wie so ein Zahnstocher. Na gut, ganz so unrealistisch ist es nicht. Also er hat schon seine Schwierigkeiten damit, das Schwert hochzukriegen, aber er ist der Einzige, der es überhaupt bewegen kann. Ah! Jetzt lass mich wenigstens kurz zu Ende trinken. Gib mir eine Chance. Ach Mann. Ah, ich muss es echt noch lernen. Ich muss es echt noch lernen. Ah, guck dir diese Reichweite an. Ah, warum überhaupt noch versuchen zu heilen? Vielleicht sollte ich es doch mal mit dem Halbert probieren. Ich glaube, das macht jetzt schon mehr Schaden. Mal sehen, wo ist es denn? Crystal Halbert. Ja, gucken wir mal im Vergleich. 242 zu, was war das jetzt? 1 Tacken mehr. Allerdings ist es auch bisschen langsam. Aber die Reichweite ist halt gut. Ich probier's halt, was soll's. Bin überhaupt schon froh, dass wir überhaupt heute so weit gekommen sind. In meiner Horrorvorstellung stecken wir eigentlich immer noch in New Londo fest. Leck mich. Ist geil, wenn er mir noch auf den Kopf fällt, der Typ. Das passiert ja manchmal. Ich glaube, ich bin jetzt auch einen Tacken schwerer, aber rollen geht ja noch. So. Ist schon krass, dass diese Waffe hier unaufgelevelt so stark ist. Ja,
Und dafür hält sie halt auch nicht viel aus. Und die Reichweite macht's halt. Hä? Das hat jetzt irgendwie gar nicht so viel abgezogen. Scheiße. Was soll das? Das macht ja gar keinen Sinn. Cool, ich hab's mir einfach mal schwerer gemacht. Warum nicht? Dafür ist die Reichweite gut, sagte ich und verfehlte. Nein! Ja, Maul halten. So, sollte ja wohl reichen. Ah! Nein. Naja. Ah! Schlimm ist es halt, wenn du einmal blockst, ist fast dein kompletter Ausdauerbalken weg. Ob ich es schaffe, die Waffe auszu... Ah! Wo bist du? Wo bist du? Ah! Nein. Das war es nicht wert. Ich bleib einfach bei der Waffe. Muss gehen. Und nein, ich hole mir jetzt nicht das Rite of Kindling, um hier jetzt plus 20 Estus Flasks zu haben. Das ist auch scheiße. Ich spiele schon so lange Souls, dann muss ich das auch mal so hinkriegen. Das wird eine ganz tolle letzte Stunde hier. So. Der hier muss ich auch denken. Was ist mit der Ollen los? So. Aber er hat das wahrscheinlich auch schon alles hinter sich. Langsam. Okay. Autsch. Oh Gott, das ging aber schnell. Einfach stur dranbleiben. Vielleicht klappt's ja noch. Ich glaube, das ist Karma. Einfach, weil ich es letztes Mal geschafft habe, Onstein und Smorrow beim ersten Versuch zu legen, muss es jetzt zurückgezahlt werden. Das muss ich jetzt büßen.
wirklich, wird mein Witz vom Anfang noch wahr, wo ich gesagt habe, Schnitt, Versuch 36. Keine Ahnung, wie viel der Versuch ist das, der fünfte? Oder rede ich es mir gerade nur schön? Oder was? Ich weiche jetzt einfach nur noch aus. Und einfach wieder ausweichen. Scheiß auf alles. Ich warte jetzt einfach ewig, bis sich irgendwo was öffnet. Und ansonsten... Autsch. Bringt das auch nichts. Au, ich bin noch gerollt. Au, ich bin noch gerollt. Alter, was ist los? Ich muss mit meinem B-Knopf nicht mehr, oder was? Ich sollte nicht so oft die Tasten hämmern. Button-Smashing bei Dark Souls, das ist so hilfreich wie ein Kropf. Was jetzt? Macht er jetzt seinen Scheiß? Nee. Doch, das Halbert hat doch ein bisschen mehr Schaden gemacht, aber ganz im Ernst, es lohnt sich nicht. Eine mitgegeben. Wenigstens habe ich ihn jetzt schon wieder so weit gekriegt. Das ist schon mal etwas. Oh, ich schaffe das echt nicht hier. Nein! Ich sehe nix. Er ist bestimmt direkt vor mir. Aber noch gerade hingehauen hier. Ich hatte dem eben schon mal die Hälfte abgezogen. Was ist denn mit mir los? Ah, nee, das riskiere ich jetzt nicht. Boah, was ist das? Boah, das war zu früh gerollt. Nein, nicht nach hinten wegrollen. Nicht nach hinten. Alter! Oida! Ist auch gar nicht mehr locker, der Gute. Oh! Ah. Ist schon besser. Immerhin schon über die Hälfte. Hätte ich jetzt 20 Estus-Flasks, dann... wäre ich guter Dinge. Habe ich aber nicht.
40 Minuten haben wir noch. Circa 38, gut. Es kann noch hinhauen. Schön wär's. Na, was sagst du jetzt eigentlich mittlerweile? Oh, still alive, are you? Think of anything that you might need? Ja, natürlich bin ich still alive. So long. Ich kann ja nicht sterben. Bin überhaupt nicht gläubig. Aber vielleicht werde ich es noch. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wir haben beide genauso viel Lebensenergie. Circa. Nur, dass ich irgendwie 5 Trillionen Schläge brauche und er nur einen. Oh, es ist wieder eine Scheiße. Da, das Gerät sind Zucken hier. Da trifft man beim ersten Versuch nicht und dann kriegt man Panik und versucht noch einen zweiten. So ein Blödsinn. Wie viele Versuche habe ich beim ersten Mal gebraucht? Ich glaube irgendwie über 30. Mit 20 Estoflas. Oh ja, geil. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber das ist auch schon lange her. Also seitdem bin ich ein wahrer Meister geworden. 100 Versuche später. Okay. Ouch. Ouch. Ouch, ouch. Auch einfach auf ein Los stürmt. Oh, ohne Unterlass.
jetzt kriege ich aber wirklich langsam Krampf in den Flossen. So Zeit, dass ich nach dieser Stunde auf jeden Fall wieder aufhöre. Ergonomischer Xbox-Controller, my ass. Ah! Bin's einfach gewohnt, Souls mit dem PS-Controller zu zocken. Ja, genau! Der Controller ist schuld! Ich weiche auf die niedrigste Form der Verachtung aus. Oh, jetzt habe ich aber echt gerade üblen Handkrampf. Boah, das ist jetzt echt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ah! Habe ich ihm gerade Schaden genommen? Scheinbar. Okay. Boah, Alter, guck dir das an, wie der auch einfach hinter einem her slidet. Wie so ein Anime-Charakter. In einem westlichen Spiel wäre das nicht passiert. Ich werde Anlauf schlage, dann ziehe ich ganz gut. Oh Mann. Also im Moment ist das Ratio ganz gut. Ich halte besser die Klappe. Oh, habe ich gerade einen Critical Hit gelandet oder? Nee, glaub nicht. Jetzt bin ich wieder drin in dem Wirbel. Scheiße. Okay, jetzt ganz ruhig bleiben. Ich mach das einfach so wie Luke in The Last Jedi. Als er gegen Kylo Ren gekämpft hat. Ich werde einfach gar nicht getroffen. Wenn er mich trifft, dann geht das Schwert einfach nur durch mich hindurch. Ich bin eins mit dem Abyss. Oder was auch immer. Was jetzt? Aber jetzt schreit er wieder. Ich bin tatsächlich gerade ziemlich ruhig. Echt jetzt?
ich glaube, ich bin drin. Ich habe das jetzt irgendwie begriffen mit seinem Moveset. Das ist wie so eine schlechte Komödie. Irgendwer sagt irgendwas, oh, das wird garantiert und garantiert nicht passieren. Und dann passiert's. Danke. Jetzt darf ich eigentlich nicht direkt getroffen werden, sonst bin ich tot, glaube ich. Blocken geht wohl, aber... Seht ihr? Das passiert dann, fast tot. Also im Zweifelsfall. Ja. Im Zweifelsfall, wenn ich in der Endphase bin, also wenn er wirklich nur so ein bisschen Energie hat und er in diese Phase geht, sollte ich möglicherweise vielleicht einfach nur noch erstmal ausweichen und blocken und warten, bis das Leuchten wieder vorbei ist. War alles völlig umsonst. I can't think of a better way to pass the time of day. Nicht die beste Eröffnung. Hätte ich mir vielleicht noch sparen können. Egal. Keine Tränen vergießen. Lieber konzentrieren. So geil. Okay. Ja, ich merke, wenn er diesen Wirbelangriff macht, dann kann ich auch den starken Angriff einsetzen. Dafür habe ich genug Zeit. Diesen hier nur. Ich war jetzt leider nicht nah genug dran.
Ah, na, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber er hat immerhin Schaden. Ah, scheiße. Nicht gut genug gedreht. Steh auf! Oh Mann, da wollte sie nicht. Ja, diesmal hat es geklappt. Kein Risiko eingehen, nochmal trinken. Damit ich, falls er mich direkt erwischt, ich noch einen Schlag aushalte. Stopp! Ja! Soweit. Okay, ich bin soweit. Brack! So, das war ein bisschen unüberlegt von mir, denn jetzt habe ich das Ding losgeschraubt und jetzt hängt es hier. Scheiße. Das war nicht so klug. Hätte ich nicht machen sollen. Ist wahrscheinlich gerade viel zu laut, dieses Gedrehe. Aber das musste jetzt einfach mal sein. So, ich habe es jetzt mit einer Schraube notdürftig festgeschraubt. Das sollte bis zum Ende der Folge halten. Ja, hallo. Jetzt mal im Ernst. Das müsst ihr mir jetzt nachsehen. Alter, ist nicht gefaked. Übel. Schön. Jetzt können wir auch wieder aufleveln. Das war die tragische Sage des Artorias. Of the Abyss. Naja, es ist noch nicht ganz vorbei, denn was hat er denn eigentlich versucht zu bekämpfen? Nun, das werden wir uns doch mal ansehen. Allerdings ist es noch ein weiter Weg bis dahin. Ich werde jetzt mal ganz schnell dieses Bonfire da entfachen. Und mal gleich aufleveln. Und zwar, bringt das denn jetzt noch was bei Endurance? Ja, wir können noch ein bisschen. Mache ich mal gleich 2 bei Endurance rein. Ja. Gut. Ja, ganz im Ernst, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich den heute schon lege. Es bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel, hier schon weiterzumachen. Können mal gucken. Ne, ich glaube, um da oben hinzukommen, brauchen wir einen Schlüssel. Ja, ne, das wird noch nichts. Ich werde stattdessen mal was anderes machen. Ich warp jetzt noch mal irgendwo hin. Was ich jetzt tue, das wird vielleicht ein bisschen seltsam aussehen. Aber ich will damit eigentlich auf was hinaus. Ich muss mal nur gucken, ob das jetzt schon getriggert wird.
Und wenn ja, dann würde ich sagen, beenden wir damit die Folge auch gleich, wenn das klappt, was ich gleich vorhabe. Das wäre nämlich ein ganz gutes Finale. Struggling, are we? If there's anything I can do, never hesitate to ask. Gucken wir mal, was sagt sie denn überhaupt noch? Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast and threatens to swallow the whole of Ulysses. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nearly a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Das garantiere ich dir. Ist eigentlich immer noch nichts Geiles, was ich will. May the flames guide thee. Ich bin eigentlich auf was anderes aus. Vielleicht kriege ich das ja jetzt schon. So, jetzt warpen wir nämlich wieder dahin zurück. Sanctuary Township, Daughter of bla bla bla. Kann man da überhaupt hin? Nee, ich glaube, da ist gar keine Warp-Stelle. Das ist ja komisch. Hätte schwören können. Death Sanctuary Garden, Death, Painted World of Blubber, nee. Egal, da müssen wir den Weg halt nochmal latschen, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich will jetzt nämlich wissen, ob da ein ganz bestimmter NPC aufgetaucht ist. In der Arena. Und wenn ja, dann wird das tatsächlich ein signifikanter Augenblick. Für Eve Erdra. Ich bin gespannt. Es kann natürlich sein, dass man dann noch irgendwas anderes vorher machen muss. Aber ich meine, einmal irgendwo hinreisen und dann wieder zurückkehren würde reichen. Mal sehen, ob er schon was Neues zu sagen hat hier. Oh, for Juniper's sake, put some spring into your step. Tu ich doch. Ich bin besser so Dinge. Long. Ja. Ah, sehr gut. Das wird jetzt ein Slow Walk. Damit wir es etwas dramatischer machen. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dann kriege ich eine Waffe, die ich haben will. Ja, machen wir jetzt. Ich mach's jetzt einfach. Was soll's? Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Ja, der Gold Tracer. Da ist er. May the Lord guide thee. So, jetzt schaut euch doch mal diese Waffe ganz genau an und dann guckt mal unten rechts auf den Rahmen. Darauf lief alles hinaus. Darauf lief alles hinaus. May the Lord guide thee. Diese Waffe wollte ich von Anfang an haben. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob sie gut ist. Alter, guck dich das mal an. Ist ja voll das Laserschwert. Alter! Was für ein geiles Moveset. Und da war noch eine andere. Die will ich mir auch nochmal ansehen. Dark Silver Tracer. Die gehört wohl dazu. Mal sehen, ob man dann irgendwie krassen Zweihand-Shit machen kann. Seht euch das mal an. Alter! Wie cool ist das?
Dumm nur, dass ich so eine Pussy bin und mich nicht traue, mit zwei Schwertern zu spielen. Aber trotzdem, das ist cool. Das ist richtig, richtig cooler Shit. Ah, ja, und natürlich werde ich diese Waffe jetzt auch nutzen. Das heißt, die Tatsache, dass ich das Baldur's Sidesword auf plus 10 gepackt habe, ist eigentlich ein bisschen Blödsinn gewesen. Auf plus 15 gepackt habe, ist ein bisschen Blödsinn. Aber, naja. So, diese Rüstung, die sie da anhat, die kommt mir aber auch ein bisschen bekannt vor. Ist eine schöne Rüstung. Wie viel würden Sie dafür haben wollen?